oggi, nous tournons nous rassembler, nous tournons à trouver qui maille nous pour commencer. Die Limelight hat uns wieder. Und sie sieht total super aus. Es ist auch richtig kühl hier drin. Ne? Batterien sind voll. Kühlschrank läuft. Annette läuft der Schweiß. Und hier hat Amanda und Robin sauber gemacht. Da sind nämlich Lemon-Dosen geplatzt. Aber das sieht ja gut aus. Perfekt. Um euch kurz mal aufzuklären, was wir jetzt hier vorhaben auf dem Trocknen. Als allererstes muss hier leider das alles gesäubert werden, weil da drinnen sind ein paar Dosen geplatzt, während wir nicht hier waren und haben sich hier schön verteilt. Das macht jetzt die Annette und dann auch die ganzen Schränke müssen noch mal gesäubert werden. Und hinzu kommt, was ganz, ganz fürchterlich ist, hier sind überall Kakerlaken. Und das Schlimme ist, wenn man hier abends von Bord geht, also runter geht, um mal ein paar Meter zu laufen, überall am Boden sind so lange Kakerlaken und gruselig, einfach widerlich. Jetzt kommt die Borsäure wieder zum Einsatz, verstärkt. Also Annette versucht das mit Hausmittelchen zu bekämpfen. Die armen Kakerlaken müssen jetzt dran glauben. Die können gerne ausziehen, dann brauchen sie nicht allen mitkriegen. Und dann muss auch noch unser Unterwasserschiff neu gemacht werden. Also als allererstes wollen wir hier den blauen Streifen so ein bisschen nach oben setzen, also einen neuen blauen Streifen machen. Dazu muss das alles abgeschmirgelt werden. Anschließend werden wir hier nochmal den Rumpf abschmirgeln. Und hier sind komischerweise so ein paar Bubbles. Da haben wir wahrscheinlich das letzte Mal nicht so richtig gut gearbeitet. Da war wohl irgendwie Fett drunter oder irgendwas. Das werde ich bis runter schleifen, dann neu primern. Und anschließend kommt dann neues Anti-Fouling drauf. Das sind so unsere Projekte, ich vermute mal für die nächste Woche. Vielleicht kommen wir noch dazu, mal den Rumpf zu polieren, weil das wäre auch mal Zeit. Das Gute ist, es ist hier nicht ganz so warm. Wir haben jetzt vielleicht 27 Grad. Man kann hier gut im Schatten arbeiten. Und heute Nacht war es auch richtig schön kühl, 21 Grad. Man konnte gut schlafen. Ich nicht durch den Jetlag. Ich war um 5 schon wieder wach und hätte sofort loslegen können. Jetzt habe ich gleich nochmal hier das Schaufelrad von der Geschwindigkeitsanzeige erneuert. Das funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Das zeigt an, wie viel Fahrt wir durchs Wasser machen. Das ist immer ganz interessant. Dann kann man erkennen auf dem GPS, wie schnell man fährt und fährt durchs Wasser und weiß, wie die Strömung ist. Und das muss jetzt da unten rein. Und ich hoffe, dass das dann auch wieder dicht ist. Also auch die Dichtung erneuert. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Unser zweites Frühstück. Es ist 7 Uhr. Wir haben hier einen schönen Platz. Es sieht so aus, als ob wir direkt im Wald stehen. Aber natürlich ist es nicht so, weil hier gibt es noch ganz viele andere Boote neben uns. Nach 3 Tagen, der blaue Streifen ist komplett entfernt. Auf dieser Seite habe ich auch jetzt schon versucht zu polieren, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Das müssen wir dann anders mal machen. Die Seite werde ich aber noch mal ein bisschen polieren, weil die sieht ja ganz schlimm aus. Dann habe ich die großen tiefen Löcher hier mit Epoxy Filler gefüllt, damit es auch schön glatt ist. Und dann können wir morgen das abkleben und dann kommt das Anti-Fouling drauf.
I have to paint a little bit tonight. Die Morgane, den YouTube-Channel, findet ihr links oben. Hier wird auch fleißig gearbeitet, das ist das Stahlboot. Das wird jetzt hier komplett abgeschliffen, um dann neues Anti-Fouling drauf zu machen. Und das ist der Robin. Hallo. Ja. Der hier gemeinsam mit der Amanda, da ist die Amanda. Hallo. Ne, nochmal den YouTube-Channel gibt's hier oben. Ach ne. Da oben gibt's den. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist der Robin schon seit einer Woche hier dran am. Ich kann nur sagen, ich will wieder ins Wasser. Das ist so blöd, immer die Leiter hoch, Leiter runter, gerade wenn man auf die Toilette möchte. Und das muss man ja nur ab und zu auch mal nachts. Und dann wollen wir auch endlich weiter andere Inseln sehen. Die Ankerkette haben wir mal ganz rausgelassen und wir schauen, wie sie aussieht. Und ich finde, sie sieht super aus. Wir haben sie in Kolumbien ja galvanisieren lassen. Das ist über 2 Jahre her. Und das, was jetzt so weiß aussieht, das ist nur das Salz. Ansonsten ist die tippitoppi. Der Anker, der müsste mal demnächst wieder etwas verschönert werden. Aber das ist hier in Französisch-Polynesien nicht so einfach. So sieht das nämlich aus, wenn man auf die Toilette muss. So sieht das aus? Ach so. Bis gleich. Das Kreuzfahrtschiff Gorgon ist eingelaufen. Jetzt werden die ersten Touristen hier an Land gebracht und mit Gesang begrüßt. Da draußen steht sie. Wenn die nicht einlaufen, wird sie zu eng. Heute wieder was los hier auf der Insel. Die Touristen ausgespuckt. Hier vorne wartet schon der Bus mit seiner Inselrundfahrt. Aber es sind ja Gott sei Dank nicht so viele, weil es ist ein ganz kleines Kreuzfahrtschiff. Die Leimleit ist vorbereitet. Es ist abgeklebt oben. Der Rumpf ist mit Aceton gereinigt. Die Annette hat jetzt nochmal den Kiel geprimert. Und jetzt gleich ziehen wir unsere richtigen Malerklamotten an. Und dann geht's los. Ah, das ist ein skeptischer Blick. Wir sind soweit eingekleidet. Annette hat die Rolle in der Hand. Es kann losgehen. Ein Spaß, alle 2 Jahre wieder. Ja. Oh Leimleit, da freue ich dich, so schön dark blue. Wir streichen wieder 3 Layer. Erst blau, dann schwarz, dann wieder blau. Dann sieht man richtig, wie die Annette Freude hat. Läuft. Sieht das schon aus. Am blödesten ist es hier unten drunter zu streichen. Da muss man immer so ein bisschen in die Knie gehen. Und man sieht auch nicht so richtig, wo man gespielt hat. Aber die gehen einmal längs und einmal quer. Das sollte dann reichen. Läuft der Schweiß! In diesem Ganzkörperkondom. Der erste Anstrich ist in den letzten Zügen. Sieht das gut aus. Und warte mal, wie sieht denn die Annette aus? Ich habe gutes Anti-Fouling. Das ja. Verjüngt bestimmt. Das glaube ich nicht, aber... Mhm. Der zweite Anstrich
Und schwarz ist schon fast erledigt. Vorne legt man noch ein bisschen. Und dann hätten wir das schon erledigt. Wir brauchen so circa 2,5 bis 3 Stunden für den Anstrich. Und nebenbei wird hier nebenan das Boot rausgefahren. So, das sieht spannend aus. Aber es zählt auch ziemlich dicht an unserem Boot. Ist aber nach uns gekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir den ohne Wackeln rauskriegen. Dann fressen die Hähne Blut. Ich habe hier noch was von einem Computer gefunden. Oh! Aber keine Drohne. Keine Drohne? Wir suchen nämlich die Drohne. Irgendwie ist die verschollen. Die der Michael 100% sicher versteckt hat, scheinbar. Genau, der hat sie so gut versteckt. Das keiner wiederfindet. Das ist total schön. Aber das sieht da nicht immer so aus. Wir sind gerade am Aufräumen. Also die Annette. Vierte Tag streichen. Heute mit einem bisschen erschwerten Bedingungen, weil der Wagen schon drunter steht. Jetzt kommt noch mal eine blaue Schicht drauf. Die Kapuze, die ihr seht, das ist die Annette. Oh, von hier aus sieht das aber super blau aus, Annette. Aber von hier aus leider gar nicht. Also deine Kapuze zumindest. Ja. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Guck doch mal hier durch. Ah, da ist sie. Na, das sieht schon gut aus. Ich vermute mal, so 30 Minuten sind wir fertig. Morgen werden die Stützen noch mal drunter gestellt und dann müssen wir da streichen, wo jetzt die Auflagen sind. Und dann ist es fertig. Kleinleid. Auf wenig Barnikels diesmal, ja? Und nicht so schnell wieder zu schrubben. 26. glaube ich. November 2022. Morgen ist der erste Advent. Was machen wir denn da? Keine Ahnung, wir können hier ein paar Kugeln noch anbringen. Eine Kerze anzünden. Oder? Ja, wenn wir eine finden. Okay. Und dann holst du die Weihnachtskekse raus, ne? Ja. Der Trailer ist jetzt vorbereitet. Diesmal ist das hier vorne ein bisschen abgedämpft und hinten Folie drauf. So, dass hoffentlich diesmal das Anti-Fouling auch auf dem Schiff bleibt, sonst war das Ganze ja umsonst. Der Trailer wird wieder drunter gefahren und morgen früh soll es dann jetzt endlich ins Wasser gehen.
Meter Arbeit. Jetzt wird der Wagen langsam hochgefahren. Perfekt, Stützen sind wieder weg. Es geht los. Wir kommen wieder ins Wasser. Wir hoffen, dass die Leinwand auch schwimmt. Zwei Stellen haben wir vorne beim Speedmeter, den ich hier ausgebaut habe. Geschwindigkeitsmesser. Da kommt auch nicht kein Wasser drin. Und dann hinten an der Fußbrücke. Die Annette sitzt ganz gespannt und überwacht das alles da vorne. Noch ein paar Meter, dann ist es geschafft. Perfekt! Trocken! Perfekt! Trocken! Super! Good boat! Okay, thank you! Wir haben's geschafft, die Leimleib liegt im Wasser! Hast du gut gemacht. Selber. Und sie scheint dicht zu sein. Und der Motor läuft. Und der Anker ist unten. Ja. Jetzt kann es wieder losgehen auf große Fahrt. Ein kleiner Friedhof auf Hivao in Atu. Mit diesem herrlichen Blick. Ich zeige euch kurz mal, was wir gekauft haben. Hier ist so ein bisschen Gemüse. Hier sind ein paar Dosen, Knoblauch, ein bisschen Thunfisch. Hier ist Reis, Käse, ein paar Würstchen, Senf. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Milch, 4 Milch, 2 Orangensaft, 2 Mangosaft. Da noch ein bisschen Bier und Schweppes. Und ich muss euch sagen, das Ganze hat 500 Euro gekostet. Ich möchte mal wissen, wie das hier die Einheimischen machen. Amanda verkauft heute ihre selbstgemachten Sachen hier. Und die von Toni. Das ist hier die Auswahl, wo die Annette sich jetzt schon was rausgesucht hat. Nämlich so eine Kette hat sie. Und da seht ihr mal, wie sie gleich lächelt. Am 30. November 2022 geht hier in Hivaoa der Anker auf. Endlich wieder. Nach 3,5 Monaten geht's wieder aufs Wasser. Unser erster Stopp wird Taruhata sein, unsere Lieblingsbucht. Bye bye, Atuna auf Hivaoa.
Leinwand ist ja gut gestanden hier. Da drüben auf dem Trockendock. War ein bisschen teuer alles. Speziell die Farbe. Aber jetzt geht's endlich wieder los in die Einsamkeit. Da hinten rum müssen wir dann circa 7 Meilen und dann sind wir schon an unserem Tagesziel. Kurz nachdem wir Hiwe-Oa verlassen haben, geht ein Schauer auf uns runter. Aber jetzt ist er vorbei und jetzt geht's hier ab wie Schmitz Katze. Die Limelight läuft mit ihrem neuen Anti-Fouling 6,5 Knoten. Und das bei 11 Knoten Wind von hinten, sprich 15, 16 Knoten Warenwind. Da macht das Segeln Spaß. Wir hoffen, dass der Himmel gleich wieder aufreißt, damit wir bei blauem Himmel an unserem Ziel ankommen. Angekommen. Es ist ein bisschen wellig jetzt hier, das kennen wir gar nicht so. Und leider hat ja unser Schlauchboot wieder mal die Luft verloren. Und zwar ist es diesmal hier der High-Pressure-Boden. Da lösen sich die Nähte. Jetzt habe ich noch so ein bisschen Spezialkleber. Ich hoffe, dass wir das dicht kriegen, weil da sind ja bis zu 8,7 Zieh drauf. So Pflanze allein. Nach 3,5 Monaten? Was ist nach 3,5 Monaten? Springen wir das erste Mal wieder ins Wasser. Okay. Und ich springe mutig. Ja. Uah. Ah, herrlich. Herrlich. Phänomenal! Wir laufen wieder mal ein in die Bahia Waikahu. Dort wollen wir versuchen, noch ein bisschen Obst zu bekommen, noch mal ein bisschen einkaufen, bevor es dann losgeht zu den Gambia-Inseln. Hier waren wir schon mehrmals. Da ist ein kleiner Anlegesteg. Heute sieht es wirklich ruhig aus. Das wird wahrscheinlich keine Probleme haben. Übrigens, die Reparatur des High-Pressure-Bodens war erfolgreich. Er ist wieder richtig schön stabil. Hoffentlich auch noch ein bisschen länger. Der Kleber geht nämlich aus. Wir sind auf Tawata vor der Ortschaft Waikahu und füllen frisches Quellwasser in unsere Bottiche, damit wir an Bord wieder Frischwasser haben. Heute essen wir bei Shijimi. Michael isst gegrillten Thunfisch. Reis war leider aus. Und das ist mein Essen. Auch Thunfisch. Bianca Pacho. Guten Appetit! Heute gab es wieder ein Tauschgeschäft bei Maruru. Wir haben dafür Limetten, Avocados, Bananen, Orangen, Papayas bekommen, ganz viele Mangos in grün und in reif, in rot und ganz viele Pampelmusen. Das war unser letzter Aufenthalt auf den Marquesas, auf Tawata. Wir sind jetzt versorgt wieder mit Obst und Gemüse. Damit endet jetzt auch dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal, gebt uns einen Daumen oben, aktiviert die Glocke und schreibt uns einen Kommentar. Im nächsten Video seht ihr, wie es jetzt weitergeht zu den Gambia-Inseln. Ungefähr, wie viele Meilen waren das? Etwas über 800 Meilen. Bis denn, ciao! Macht's gut!